Versuchst du auch, dem Jetzt zu entfliehen? Bist du auch auf der Suche nach einer anderen Realität? Verlierst du dich auch immer mehr selbst? Wie bewundernswert, dass es Menschen gibt, die okay mit dem Hier und Jetzt sind. Aber vielleicht gehöre ich auch einfach nicht hierhin. Und für jeden geht das Leben immer weiter. Die Welt dreht sich, die Sonne geht auf und unter. Dann scheint der Mond, jeder tut das, was er immer tut, trägt seinen Beitrag zur Gesellschaft bei. Was ist, wenn mein Beitrag ist, stehen zu bleiben? Warum kann sich Realität und Existenz nicht normal anfühlen, wenn es doch das Normalste von allem ist? Die Basis des Lebens, die Grundlage. Alles in mir sträubt sich dagegen, dieser Realität zu folgen. Es ist so einfach, allem zu entfliehen, zu vergessen, dass ich Mensch bin. Ich kreiere meine eigene Welt, in der ich ich sein kann. Das Ich, welches ich definiere. Ich erschaffe die Gesetze, nach denen ich lebe. Nur ich bestimme, was zu tun ist. Es ist so einfach, sich in der Fantasie zu verlieren. Wir sind doch alle nach etwas süchtig, was es ein bisschen einfacher macht, zu sein. Wir alle sehen uns nach einem Ort, der uns Sicherheit gibt. Einen Ausweg aus dem Alltag, aus dem Zwang. Ein Ort, der unseren Kopf frei macht, an dem alles okay ist, in welchem wir uns verlieren können, koste es, was es wolle. Ein Ort, an dem wir mutig genug sind, wo unser Bemühen reicht, an welchem wir uns nicht verändern müssen. Ein Ort, an dem es genügt, dass wir da sind, der perfekt für uns ist, maßgeschneidert. Wir tun die Dinge, die kein Beitrag zur Gesellschaft sind, um den Teil zu kompensieren, der für das System sterben muss. Keiner von uns kann überleben, wenn er aufhört zu träumen, doch Träume sterben, wenn wir leben. Mein Antrieb ist die Melancholie, meine Nahrung die schlaflosen Nächte, mein Werkzeug eine von Dunkelheit angetriebene Gedankenwelt. Ich schaffe Kunst als Ausbruch aus der Realität, welche ich verteufle. Ich gebe mich auf, damit ich eine Welt habe, in der ich leben kann. Was ist der Grund dafür, dass ich immer fliehe, dass ich immer einen Ausweg aus dem Jetzt suche, Welten erschaffe, die mich niemals wieder loslassen werden? Ist dies der Beginn des Paradies? Ist das Paradies vielleicht doch nur eine Dystopie?